Genau so treffen! Und jetzt Mittel! Und jetzt Mittel! Genau! So, wir hatten hier einmal hier durchlaufen und dann hat der Uli noch etwas zu verkünden. Ganz vorne ist der Tim Stegemann schon dabei. Der Mann aus Berlin, der für den LSV Erfurt das Top-Team startet. Und Martin Grau, den ich erlebt habe, der übernimmt die Pace. Auf geht's, Jungs! 2000 Meter Hindernis, Uli, jetzt ganz kurz. Wohl eine ganz zentrale Durchsage. Soeben kam der Hinweis von unserem Bewirtungsteam. Oben beim Verkauf der Getränke und des Essens gibt es jetzt um 17:16 Uhr Happy Hour. Das heißt, jawohl, wir haben die Leute schon los. Wir haben schon hier Happy Hour. Das heißt, es gibt alles. Das ist total alles und deutlich zu wissen. Also, die Jungs sind schnell unterwegs. Mit der 206 Konstantin Wiedel, der sechste der deutschen Meisterschaften, der hier mit dabei ist, und Andreas Angeletti schon wieder mit unterwegs auf Position 4. Und da sind sie alle jetzt im Rhythmus drin, da wir die ersten 800 Meter gleich zurückgelegt haben. So, also Konstantin Wiedel, Martin Braun, jetzt sehen wir mal die drei deutschen Form. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wer auf der ersten Linie angehen. Und man hat das Gefühl, dass sie zusammenarbeiten wollen, dass sie auch eine neue Gruppendynamik sich erarbeitet haben, und wir sind in Südafrika. Und hier hat ein Strang in Richtung. 8-0! Gut, weiter arbeiten! Raus, was du Jetzt der Italiener auf der Hindernisstrecke. Wir kommen gleich zu den 1000 Metern. Auf geht's, Jungs. So, wer noch? Ben, mach die Rücke zu! Mitnehmen, anklatschen. Martin, Tim, Andrea und dann Konstantin dazwischen. Eine 2,48, 2,46 so in diesem Bereich. Also, man kann am Ende um 5,30, 5,32 laufen. Und das ist gar nicht so weit weg vom wichtigen Rekord. Also die Jungs haben sich was vorgenommen, sie gehen schnell an. Und wir wollen hoffen, dass wir durchgehen können. Martin Grau in allen Zeiten. Und auch dem Stegemann vom LSV Erfurt Top-Team gut dabei. Der in Erfurt trainiert, der für Erfurt startet. Letzten zwei Runden. Und Andrea Sangretti, der Italiener, seit Jahr und Tag hier bei uns gern gesehen. Dann Nicchino auf der nächsten Position, der dritte der deutschen Juniorenmeisterschaften. Aber die Jungs haben mit dem Ausgang des Rennens nichts mehr zu tun. Und man hat schon das Gefühl, dass Tim Stegemann ganz gut aussieht dahinter Martin Grau. Bitte weg vor der Kamera. Dass er vielleicht am Ende noch einen auspacken kann, das muss man natürlich dann sehen. Stegemann oder Grau? Das ist jetzt die Frage, was in die letzte Runde geht. 4 Minuten reichen die drei, und beide sind langsamer geworden, aber das ist ein spannendes Rennen für beide. 7-5! Letzte Runde! Neben die Kinder Drana, die letzten deutschen Hindernisläufer. Und was haben wir über drei Hindernisleistungen? Wie gesagt, in zwei Wochen in Jena werden wir sehen,
Jetzt geht es auf die letzten 250 Meter. Martin Traum, jetzt setzt er sich ab. Tim muss jetzt reißen. Auf geht's, Jungs, komm schon mal. Dann Konstantin Wedel, er wird gegen Andrea Sanguinetti kämpfen. Jetzt kommt Konstantin, auf geht's! Und Martin Traum, er packt hier seinen Fußball aus, den er im Jahre 2015 so fulminant in jedem Wettkampf auch reißen konnte. Er wird in den möglicherweise gewinnen, aber Stegemann, der gibt sich gleich an. Er haut jetzt aber wieder einen rein. Aber Martin Traum läuft das nach Hause. Jetzt die 5-32 Top-Sätze durch. Martin Traum gewinnt dabei einen schönen Lauf, 5, 37, 34. Dann Stegemann, dann Italiener, dann noch Rufino. Und Konstantin Wedel entwickelt sich auf Platz 5. So, und wir wollen natürlich auch den letzten Läufer hier noch anfeuern, aufgehen auf den letzten 300 Metern mit der 500. Auf durchziehen, komm! David! Vorsicht, da vorne am Ziel, bitte! Das ist ja das Hintere Tür. Hey, hey, hey! Vorsicht! Hallo, nicht da durch!